Ihre 85 Jahre sieht man der Ehrenpräsidentin des TSV Fortschritt Mittweida nicht an. Renate Winkler ist fit und fühlt sich gut, auch weil Sport in ihrem Leben einen hohen Stellenwert besitzt. Ich treibe seit der Kindheit Sport. Ich war aktive Handballerin, ich war Turnerin, ich war Keglerin und jetzt bin ich in der Gymnastik tätig und im Kinderturnen. Wann und wie alles angefangen hat, daran kann sich Renate Winkler noch gut erinnern. Ich habe im Betrieb der Bambusspinnerei Mittweida angefangen und dort hat mich der Vorsitzende beim Betriebssportfest rausgeangelt und von Stund an, seit Mai, bin ich 1951 im Kindersport Übungsleiterin ausgebildet. Bin ich seit November 51 und seitdem mache ich das. Mehrfach in der Woche steht Renate Winkler als Übungsleiterin für Jung und Alt mit ihren Gymnastikgruppen auf dem Hallenparkett. Dabei ist die Herausforderung sehr unterschiedlich. Ja, das ist viel anders. Zum Beispiel sind die Kinder nicht mehr die Kinder, die es vor 70 Jahren war. Ich mache das ja nun schon 70 Jahre. Sie sind ungeduldiger, folgen nicht. Das hat man bei den Erwachsenen nicht. Da wird das gemacht, was der Übungsleiter sagt. Da gibt es keine Probleme. Bewegung ist gut für Menschen jeden Alters, meint Renate Winkler. Und sie weiß, wovon sie spricht. Ich habe zum Beispiel in meiner Gymnastikgruppe einige, die schon über 80 sind. Das sieht man denen nicht an. Immer dabei bleiben, immer dranbleiben. Kommt auch die Leistung. Und es ist für jeden Menschen gut, sich zu bewegen. Sportliche Senioren findet auch der Chef des Kreissportbundes gut. Der Seniorensport stellt für uns ein ganz wichtiges Thema dar. Wir haben letztendlich bei den Senioren eine sehr stetige und vor allem wachsende Zielgruppe. Also gerade was den Ü60-Bereich betrifft, haben wir über Jahre schon die Tendenz zu erkennen, dass immer mehr Menschen sich da eben für Vereinstätigkeiten auch interessieren, in verschiedenen Seniorensportgruppen auch aktiv sind. Und man muss dazu sagen, dass letztendlich diese Zielgruppe auch genau die Zielgruppe ist, die unsere Mitgliederzahlen ins Wachsen bringen. Der Kreissportbund sieht sich für den organisierten Seniorensport vor allem als Plattform. Also uns geht es nicht darum so sehr, dass wir die Angebote stellen, sondern als Plattform fungieren für den Seniorensport. Und da ist es bei uns schon mittlerweile eine bewährte Tradition geworden, dass wir in den winterlichen Monaten unsere Kreis-Seniorensportwoche durchführen. Auch in diesem Jahr wird es wieder so sein, dass wir da Seniorensportgruppen und das ganz unterschiedlich, also wie hier zum Beispiel die Gymnastik, aber eben auch Prellball, letztendlich auch Badminton und so weiter, Angebote, die im Kreis Mittelsachsen da sind, da nochmal eine Öffentlichkeit geben, um letztendlich auch Mitglieder zu werben. Und das wird von den Vereinen ganz, ganz rege angenommen. Sport ist ihr Leben und genauso würde sie es wieder gestalten, erklärt Renate Winkler. Und solange es geht, auch als Übungsleiterin. Ich meine, es gibt Wehwehchen im Alter und irgendwann kommt sicher der Tag, wo mal alles zu Ende ist. Aber solange ich das kann, mache ich das. Ich habe Gott sei Dank im Kindersport eine junge Frau gefunden, die das übernommen hat und ich bin jetzt praktisch nur noch die Helferin und ich freue mich, dass sie ganz aktiv sich vorbereitet und aktiv mit den Kindern arbeitet. Es macht einfach Spaß. Rund 90 Sportbegeisterte, jung und alt, betreut sie in ihren Gymnastikgruppen. Mit der Arbeit als Übungsleiterin ist ihr wöchentliches Engagement im Ehrenamt noch nicht getan. Ich bin 3,5 Stunden in der Turnhalle tätig. Dann gehe ich dienstags ins Büro. Und wenn es notwendig ist, auch noch mal einen Tag mehr. Und beteilige mich an allen Sportveranstaltungen, die der TSV durchführt, in irgendeiner Weise. Auf das nächste Wiedersehen mit ihr bei einer Veranstaltung des TSV freuen nicht nur wir uns.